Hallo Jungs und willkommen zu einer neuen Runde hier von Fortnite Scharfschützengefecht 2.0 heißt das Ganze hier. Und wir sind heute ganz allein im Solo-Modus unterwegs, denn ich habe euch was zu erzählen, ich habe euch was zu beichten, ich habe mich zu entschuldigen. Sorry, dass die ganze Zeit hier so wenig Videos kamen auf diesem Kanal in den letzten ein, zwei Wochen. Das tut mir wirklich leid, das war nicht so geplant und soll auch nicht so weiterhin passieren. Aber es ging einfach leider nicht anders. Ich bin nämlich jetzt hier gerade im Hive, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ich bin ja umgezogen aus dem UFO jetzt hier Richtung Hive. Und da kann ich euch hier mal kurz auch zeigen. Wir haben nämlich hier auch wieder Fortschritt gemacht. Hier hinten seht ihr, ist ein ziemlich fettes Graffiti mittlerweile von Kai am Start. Seht ihr aber alles noch im Vlog auf meinem Hauptkanal, Felix Laden. Aber ja, zusätzlich war ich noch auf Malta unterwegs, sondern mit dem U-Boot unterwegs gewesen, unter anderem mit den Peacemeet-Jungs. Da war ich im Hockenheimring, hab zum allerletzten Mal, bevor die Saison dann losgeht mit dem ersten Rennen, jetzt am Wochenende nach Ostern, zum letzten Mal getestet, zum letzten Mal im Rennwagen gewesen. Und ja, das alles hat dazu geführt, dass ich einfach hier noch nicht ordentlich aufnehmen könnte. Das ist auch der Grund, warum Dizzy vs. Dinos noch nicht wieder kam, Leute. Da kann der Izzy jetzt auch nichts für. Das ist einfach, liegt einfach an mir. Und ja, zusätzlich muss ich euch aber auch sagen, in manchen Spielen habe ich auch einfach, ist die Motivation auch gering gewesen. Oh, warte kurz. Nein! Oh Gott. Okay, wir spielen hier nur mit es gibt hier nur Scharfschützengewehre, dementsprechend ist das alles ein bisschen. Na, ich habe getroffen. Na. Jawohl, okay. Deswegen ist es ja also gerade ein bisschen hektisch am Anfang. Na, ich bin dumm. Komm schon. Einmal getroffen. Zweimal getroffen. Okay, haben wir. Und das Ganze ist eigentlich dafür da, dass ich mir auch mal meinen Scharfschützen-Skill hier ein bisschen aufbauen kann. Also zumindest versuchen möchte. Holy shit. Ich hoffe, da ist nicht noch ein Dritter gerade hier am Start. Lilalu, ich muss dringend mal ein bisschen ein Tränkchen mir reinpfeffern. Warum auch? Oh Gott, da kommt einer. Das war noch besser, sehr gut. Hier hört man hier aufs Dach auf. Wo ist denn der andere? Da ist einer. Jawohl. Mit dem falschen Gewehr echt im Kopf. Lalalala. Und sehr, ich habe mehr Schaden gemacht. Oh Mann! Da hinten wird er gebaut. Komm schon, kommt da jemand hoch? Why? Von wo? Ich weiß nicht, von wo geschossen wurde. Ich mach das Ganze gerade ein bisschen unheimlich. Wer schießt hier von wo? Ich hab keine Ahnung, von wo hier geschossen wird. Ich habe eine Falle da am Start, die bringt mir jetzt aber gerade nichts. Ich kann die Falle da hin tun höchstens. Komm, komm. Jawohl. So, als ob da jemand reinläuft, aber okay. Kurze Uhr, da fliegt einer. Na? Na komm, bau ab. Los. Na, oh Junge, ich musste nachladen. Dammit. Ist er weg. Oh ja, schießt aber noch auf mich. Ganz weg wohl nicht. Ist das der von da hinten? Ich weiß es nicht. Leute, ich habe gesagt, GTA macht mir im Moment nicht mehr so viel Spaß. Wir haben mit Kev darüber gesprochen. Wir haben jetzt nochmal zwei Folgen aufgenommen von den GTA Online Challenges. Ich habe insgesamt über 500 Folgen davon jetzt am Ende aufgenommen. In meiner ganzen Zeit hier auf YouTube. Ne? Ihr müsst wissen, ich habe 2013 angefangen, GTA Online zu spielen. 2013, vor 5 Jahren. So, da kommt man einfach irgendwann an den Punkt, wo man irgendwie ein bisschen weniger Bock drauf hat. Minecraft habe ich jetzt ja auch schon lange nicht mehr gebracht. Da habe ich halt auch wahrscheinlich 1000 Videos, wenn nicht mehr, gemacht worden. Und ja, wenn man so an einen Punkt irgendwann kommt und nicht mehr so richtig den super Spaß, wie man den schon früher hatte, hat, dann sollte man es, glaube ich, irgendwann, muss man es überdenken, ob das so richtig ist. Und ich habe ja auch gerade diesen Gaming-Kanal gegründet, damit ich nur noch das machen kann, worauf ich Bock habe, so ein bisschen, weil es halt jetzt ein Zweikanal ist und nicht mehr mein Hauptkanal, also seit anderthalb Jahren schon. Und ich nicht mehr so die Verpflichtung habe, hier irgendwie mir zu legen, ja, ich brauche immer irgendwie zwei Serien, die immer laufen, so wie ich das früher hatte. Ja, da habe ich zwei Serien immer gehabt, die immer liefen, mindestens, manchmal sogar noch mehr. Und da hatte ich jeden Tag zwei oder drei Videos, so. Und eigentlich war der Plan halt, nachdem ich den Kanal getrennt habe, nur noch Gaming zu machen, wo ich richtig Bock drauf habe und einen Scheiß drauf zu geben, ob ich jetzt irgendwie eine Serie habe oder sonst irgendwas. Und, irgendwie habe ich das aber nie richtig durchgezogen, weil ich habe immer so, ich bin nicht so jemand, der einfach nur das macht, so denkt, ja, nur wenn ich irgendwie Bock drauf habe, so, sondern ich denke mir immer, ah, ich muss jetzt aber wenigstens das und das machen und ich möchte jetzt das und das, ich möchte jetzt auch irgendwie hier so und so viele Projekte haben und ich möchte auch irgendwie einen gesunden Mix haben aus dem und dem Spiel und so weiter und so fort. Und dann möchte ich natürlich auch auf die Kommentare hören, die alle schreiben, yo, wann kommt denn das nächste Mal Dizzy vs. Dinos, wann kommt das nächste Mal GTA, wann kommt das nächste Mal Minecraft, wann kommt das nächste Mal Minecraft Neuland und wer schießt denn da? Hallöchen, Leute, na, wer ist es denn? Und von wo? Ich hoffe nicht von hinten. Weil das Ding ist, in diesem Modus kann man sofort tot sein. Es ist so fies. Und das Auge vom Sturm wird kleiner, aber nicht in meine Richtung eigentlich. Die schießen von hinten, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die schießen von hinten.
Da hinten ist auf jeden Fall ein Job, aber ich glaube, da komme ich nicht so schnell hin. Ich habe weiterhin mega Bock auf Gaming, so. So ist ja nicht. Aber zum Beispiel Fortnite macht mir so viel Spaß. Aber ich bin halt auch nicht so gut. Das ist alles Ding. Ich habe auch nicht so viel Zeit, wie andere Fortnite zu spielen. So. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ich finde es ein mega geiles Spiel. Aber ich mache halt auch ein paar andere geile Sachen, auf die ich auch Bock habe. Und das ist so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Dilemma. Ja, First World Problem. Aber na, ich bin jetzt nicht der Allerbeste. Und es gibt so viele YouTuber, die richtig gut in diesem Spiel sind. Und dann lade ich Fortnite hoch und dann schreibe ich mir, oh, der und der ist so viel besser. Und wieso lädst du überhaupt hoch, wenn du nicht gewinnst und so weiter. Und das demotiviert dann natürlich auch ein bisschen. Dann denkt man sich, ja, will ich jetzt auch nicht hochladen. Und dann nimmst du zwar viele Folgen auf, aber nicht so viele wären es. Komm. Oh, Junge, der hat den getroffen. Alter, hat den getroffen. Von wo kam das? Scheiße. Oh, nein. 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 Lol. Komm schon. Na, als ob ich nicht treffe. Als ob ich nicht getroffen habe. Als ob er mich niedergeknüppelt hat. Als ob mir das jetzt passiert ist. Aber es hat Spaß gemacht, diese Runde. Ich fand die ganz cool und deswegen mache ich einfach hier direkt nochmal eine neue. Mein größtes Problem ist halt echt, wenn irgendjemand auf einmal da reinkommt, wie gerade eben, und ich dann Panik bekomme und dann auf einmal nichts mehr treffe. Ich glaube, ansonsten bin ich gar nicht so scheiße, aber das kostet mich leider dann immer irgendwelche wichtigen Situationen. Und dann bin ich dann doch derjenige, der irgendwie, ja, ziemlich noobmäßig verkackt. Und dann schreibt er mir auch zurecht, Junge, was ist denn eigentlich los bei dir? Aber man darf halt nicht vergessen, so, ich habe damals angefangen mit YouTube und ich war auch schlecht. Ich habe Minecraft gespielt und ich war nicht gut. Ich war nie gut in irgendwas. Aber heutzutage ist es halt so, dass halt doch viel mehr Wert von den meisten Zuschauern irgendwie anscheinend draufgelegt wird, wie gut man ist. Und weniger darauf, beziehungsweise man kommt weniger da gut damit durch, wenn man einfach irgendwie Spaß mit seinem Spiel hat und es ist egal, ob man vielleicht nicht so gut ist. So war es früher halt viel mehr. Und so habe ich angefangen und das war immer auch das Gefühl, was ich mit Gaming hatte und was ich so geschätzt habe, weswegen ich so viel Spaß an der ganzen Geschichte hatte. Und das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen für mich auch verloren gegangen mit der Zeit. Und deswegen hatte ich auch mal jetzt die Pause bei den Gaming-Videos, weil es alles irgendwie nicht so genug war, was ich gemacht habe und ich dann auch keine Scheiße raushauen wollte. Ja, und jetzt habe ich wieder angefangen und jetzt auch mit Fortnite. Da haben mir auch so viele Leute geschrieben, wieso spielst du eigentlich Fortnite? Nur weil alles so gehypt ist. Aber Leute, so überlegt euch mal. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade wiederhole, ob ich das schon mal erzählt habe, aber so, warum ist Fortnite so gehypt? Weil es halt ein geiles Spiel ist. Weil es ein geiles Spiel ist. Und deswegen spielen das so viele, deswegen ist es so gehypt und deswegen spiele ich das auch. Weil ich es geil finde. Ich spiele es ja nicht so, weil ich finde, dass es ein Scheißspiel ist und nur viele andere Leute spielen es, deswegen spiele ich es auch, sondern viele Leute finden es geil, weil das Spiel geil ist. Und weil das Spiel geil ist, finde ich es auch geil. So, haben wir es jetzt mir mal reingebracht. Hoffe ich mal. So, und Fortnite ist sogar tatsächlich ein Spiel, was ich auch zu Hause, wirklich die seltenen Momente, wo ich mal zu Hause bei mir spiele, da gehört Fortnite auf jeden Fall zu den Spielen dazu, die ich da eigentlich im Moment sogar nur Fortnite. Ey! Wieso zur Hölle hab ich den damit nicht getroffen? Ist irgendwie, wie kann ich den gerade irgendwie dagegen, irgendwie, wie konnte der so vorbeigehen, wie er gerade vorbeiging? Jawohl! Holy shit, hat das lang gedauert! Meine Güte! Gib mir dein Zeugs. Dankeschön. Das brauche ich nicht, aber das ist doch ganz nett. Und das ist dasselbe nochmal. Uiuiuiui. So, gegen wen hat er gekämpft? Da hat doch irgendjemand versucht zu kämpfen. Nur wo ist die Frage? Aber von wo haben die, gekämpft? Oh, reicht das? Ja, das reicht gerade so. Oh, da ist er. Oh, komm her. Na. Ah, ärgerlich. Ich muss eigentlich noch genauer einschätzen, wie irgendwie auf welche Entfernung man wie weit vorziehen muss. Da ist noch nicht bei mir im Blut drin. Na, scheiße. Na, baut er sich da auf? Als ob, der ist ja gerade gestorben, oder? Von da, oder? Na. Ja, da ging knapp daneben. Ah, so knapp. Es leben einfach nur noch 34, aber noch kein. Na, doch ein Killer, wie immerhin. Aber es war so ein lausiger Kill. Ja! Ich möchte schon eigentlich so. Das ist schon mein Anspruch, euch irgendwie möglichst richtig geiles Gameplay zu liefern.
Und umso trauriger bin ich, wenn ich es irgendwie nicht hinbekomme. Und die motiviert mich halt auch dann irgendwie so ein bisschen, wenn ich sowas nicht hinbekomme. Und ja, ich danke immer auf jeden Fall an diejenigen, die schreiben, hey, auch irgendwie, auch wenn du irgendwie nicht so, wenn ich jetzt nicht der krasseste PvP-Spieler bin, so, gucken wir trotzdem gerne an. So, ich weiß ja auch für mich irgendwie ein bisschen komisch, warum. Ich meine, ich mache seit 7 Jahren YouTube, seit 7 Jahren Gaming-Videos mit einmal einem halben Jahr Pause, aber ansonsten. Und so, eigentlich müsste ich da irgendwie auch wissen, dass das irgendwie, ich einfach mein Ding vielleicht durchziehen muss. Und ich meine, warum mache ich das Ganze hier? So, ich müsste meinen Gaming-Kanal nicht machen. So, ich habe, würde einfach auch vollkommen reichen und die meisten meiner Situationen würden dann sagen, yo, Vlogs irgendwie, da steckt die große Leidenschaft hinter und das ermöglicht so viele Sachen zu machen. So stecke ich da 100% meine Energie rein. Aber ich denke mir, ich habe mit Gaming angefangen und es gibt so viele von euch da draußen, die auch feiern, dass ich Gaming mache. Und ich selbst habe Spaß daran, wenn so... Nicht, wenn jetzt die 100. Folge GTA oder die 500. Folge GTA aufnehme, so, dann ist manchmal frustrierend, wenn GTA schon wieder abstürzt. Oder bei Ark auch, ne? So ein Ding. Ark macht mir so viel Spaß immer im Anfangsgame und im Early Game und auch im Mid Game. Und dann so dieses Late Game, wo du halt so viel farmen musst und sowas dann immer. Und wenn du einmal stirbst und dann 3 Stunden farmen musst, um wieder nur an den Punkt zu kommen, wo du davor warst, ohne irgendeinen Fortschritt zu machen, wirklich einfach nur stupide farmen, das ist dann einfach nur, ja, frustrierend einfach wirklich. Und da macht es mir dann wenig Spaß. Dann denke ich mir auch, warum mache ich das Ganze eigentlich gerade? Aber eigentlich habe ich ja schon mega Spaß daran. Müssen wir kurz hier mal checken. Ne? Halbautomatisch, okay. Oh Gott, wenn ich das nicht mal das weiß. aber wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Jetzt bin ich ja gerade kurz raus, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, wenn ich mal kurz checke, ob hier irgendwo gerade hier irgendwo Gegner sind. Aber ja, andere würden meine Situation nicht den Gaming-Kanal führen und das machen so. Das bringt mir irgendwie nicht irgendwie finanziell irgendwie großartig was. Also das reicht eigentlich komplett, dass ich meinen normalen Kanal habe und ich mache auch normalerweise, wenn ich irgendwelche Placements oder Werbung irgendwas mache, das mache ich auf meinem anderen Kanal. Also das mache ich nicht hier. So, ich mache diesen Kanal nicht irgendwie für Geld oder sonstiges, sondern weil das einfach, ich habe damit auf YouTube angefangen und das macht mir Spaß und ich möchte nicht einfach aufhören. Und ich möchte nicht einfach so jetzt mich komplett 180 Grad sozusagen drehen und, was heißt 180 Grad, aber ich möchte nicht einfach das, womit ich angefangen habe, aufgeben. So, und deswegen ziehe ich das weiterhin durch, aber deswegen hoffe ich einfach, dass ihr auch Verständnis habt, wenn es manchmal irgendwie nicht so 100% ultra geil klappt, wie bei vielleicht manchen anderen Sachen, manchen anderen Leuten. Und der Verständnis dafür habt, dass ich nicht so krass in den meisten Games bin, oder in fast allen Games, weil ich nicht die Zeit habe, so viel zu trainieren und zu üben, oder was ist trainieren? Einfach zu spielen so. Wie wird man gut in Fortnite? Spielen, spielen, spielen. 500 Stunden spielen, dann ist man geil so. Selbst in Formel 1 ist es so, dass Jay einfach mit Abstand der Beste von uns ist. Und warum? Weil Jay einfach so viel Zeit reinsteckt. Oder Dave Gaming, extrem geiler Formel 1 Let's Player, falls ihr ihn nicht kennt, checkt ihn mal aus, oder auch andere Games macht, andere Racing Games macht, vor allem macht er. Aber so, warum ist das so? Weil halt so viel Zeit da reinsteckt. Und dann wird man halt gut. Und das ist auch bei mir jetzt bei Racing in echt so. Je mehr ich fahre in echt, desto besser werde ich. Und das ist einfach so, in Fortnite, ich spiel Games gerne einfach nur aus Spaß. Und da bin ich halt nicht immer krass gut, weil ich nicht die Zeit habe, so gut zu sein. Aber das heißt nicht, dass ich keinen Spaß daran haben kann. Und ich hoffe, dass auch die Erwartungshaltung von euch einfach so ein bisschen eine andere wird. Und ihr nicht denkt, ja, wenn bei Dena so, wer der lädt hoch, sei denn, das ist auch wirklich richtig gut. Ne? Auch in Ark, wir kriegen so viele Kommentare im Moment, wann kommt Ark wieder, wann kommt Ark, wann kommt Dizzy vs. Dinos, was ist mit Dizzy vs. Dinos los? Und ich habe das auch schon Livestreams beantwortet, ich habe es in Kommentaren beantwortet, wir haben auf Twitter was dazu geschrieben. Trotzdem können wir weiter fragen. Ich weiß auch nicht, was ich noch weiter dazu sagen soll, außer das, was wir alle schon gesagt haben. Und dann, wenn Dizzy vs. Dinos kommt, dann kommen aber auch wieder ganz viele Kommentare schreiben, oh, warum seid ihr so schlecht und warum habt ihr jetzt nicht einfach mal offscreen 3 Stunden gefarmt, statt dass es jetzt in der Folge kommt. Und dann hatte ich da irgendwo mal den, hat man gesehen, dass ich den Godmode anhat. Ja, Leute, ich hatte den zwischen den Folgen an, damit ich nicht sterbe und schon wieder alles weggeht, während ich mal kurz auf Toilette gehe. So, und dann habe ich den vergessen, danach auszumachen. Hat, glaube ich, in der Folge auch jetzt keine wirkliche Auswirkung gehabt, aber hat natürlich dann auch irgendwie irgendwelche Leute gestört. Und das ist einfach so ein bisschen demotivierend, wenn das alles immer so extrem ernst genommen wird, weil eigentlich auf diesem Kanal möchte ich einfach Spaß haben, so. Und jetzt gerade Fortnite ist einfach so ein Game, es macht mir so viel Spaß, obwohl ich nicht gut bin, aber es macht mir Spaß. Und das möchte ich einfach dann mit euch teilen können. Und das ist so ein bisschen mein persönlicher Antrieb. Und ich konzentriere mich gerade viel zu wenig aufs Spiel, Leute. Ich muss hier unbedingt, wir sind jetzt schon in Top 16 gerade. Ich muss hier mal gucken, dass wir das irgendwie auch alles hier noch bauen. Warum baut er nicht? Ach, weil ich irgendwas erst ranbauen muss, ich weiß nicht. So, springen wir mal kurz ran, weil das finde ich dann doch hier sehr interessant, würde ich gerne mitnehmen. Junge. So, da ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch nochmal mit. Wo die Gegner sind und so weiter. Gott, oh Gott, warum habe ich das jetzt weggeworfen? Ich nehme ja statt dem hier.
Nein, statt dem kleinen. So. Okay, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Aber die Muni nehme ich mit. Und jetzt laufen. Oh Gott, kommt die Zone schnell. Das habe ich jetzt ein bisschen vercheckt. Das ist doch schneller als gedacht. Aber wir schaffen das, glaube ich, noch ganz knapp. Wir müssen nur hoffen, dass ich jetzt nicht irgendwo noch weggehauen werde. Scheiße. Och, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Bitte lass mir jetzt nicht mal irgendwie so ein bisschen Herzen verlieren, weil ich einen Ticken zu spät war. Aber ich glaube, wir schaffen es ganz knapp. Holy shit. So, dankeschön. Damit sind wir oben. Und in der Zone, wo ist die nächste? Jawohl, wir bleiben in der Zone. Ach, schön, ein bisschen Zonenglück. Das kann man immer gut gebrauchen. Machen wir mal hier mal so ein bisschen. Sehr komisch, sehr, sehr komisch gebaut, was ich hier mache. Aber gut, jetzt können wir mal ein bisschen in ein paar Richtungen können wir schon schießen jetzt. Na, komm schon! Na, wenn die wieder herauskommt. Nein, kommt sie nicht gerade. Schade, schade, schade. Jetzt habe ich ein bisschen meine Position hier verraten. Ach, jetzt sind sie unten. Ich hoffe, niemand schießt gerade auf mich, aber es wäre wahrscheinlich, dass irgendjemand auf mich schießt. Sagen wir so. Ist gut hören, ob irgendjemand versucht, sich hier ran zu pushen und mich zu pushen. Weil jemand mich pusht hier bei diesem Modus mit nur Scharfschützen, dann habe ich da nichts von. Warum schon, wo seid ihr? Na. Ah, ja, ja, laden wir mal kurz nochmal alles nach. Wir haben eigentlich eine super Ausgangsposition hier mit der Zone, aber ich glaube auch, dass wir sehr viel extrem Glück haben müssten, damit die Zone hier so, auch die nächste Zone wieder hier bleibt. Das heißt, spätestens da müssen wir weiter. Ah! Zu weit weg. Da wird hingelaufen. Na, na, na. Na, ah, und unten. Junge, was ist das? Ich bin ja wirklich Primetime-Guest. Ja, was ist Primetime-Guest? Ja, wirklich die erste Zuschauerreihe habe ich hier gerade bei dem Kampf hier. Die haben auf jeden Fall einen krassen Kampf am Start. Da unten. Okay. Da muss ich hin. Da, komm. Ach, komm. Ernsthaft? Als ob ich auf seinen Fuß getroffen habe. Als ob. Ja, jetzt kommt der Scheiße. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, in der Base ist einer. Ich weiß nicht, aber ich glaube, da ist einer. Höchstwahrscheinlich sitzt da irgendwo einer drin. Und hat vielleicht auch eine Falle irgendwo. Ja, ich höre doch, dass da einer drin ist, ey. Oh, das ist eine Falle. Jungs, damit möchte ich nichts zu tun haben. Mit so einer Falle möchte ich nichts zu tun haben. Als ob der da reinläuft, niemals, aber. Ist der noch nicht? Ist gerade gestorben, wahrscheinlich. Wow, Alter, da ging der Schuss direkt durch. Leute, ich werde hier im Moment sterben. Ich habe dem Ganzen hier nichts mehr zu erwidern. Wow, seht ihr die Schüsse? Wow. Komm schon. Nein. Scheiße, scheiße. Ich könnte mich heilen, aber oh, halt auch nicht wirklich. Wow. Da baue ich ein, baue ich ein, baue ich ein. Scheiße. Komm, baue einfach irgendwie eine Falle hin. Wenn mich einer hier drin killt, dann soll er auch sterben. Okay. Komm schon. Nein! Von wo? Dammit! Ah, irgendwo hat er meine Beine wahrscheinlich gesehen und er hat mich so getötet. Also meine Verhältnisse ist es nicht schlecht. Und heute ging es vor allem darum, euch ein bisschen halt mal so ein bisschen erzählen, was ich denke. Warum das alles so läuft, warum so wenig Videos kamen, warum die Silver Dinos nicht kamen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis es wieder losgeht, aber wir wollen es auf jeden Fall weiterführen. Und halt GTA wird erstmal, ist auch mit Kev abgesprochen, wird, wir haben noch zwei Folgen kommen, glaube ich, oder eine Folge kommt noch. Wir haben zwei auf jeden Fall heute noch aufgenommen und wir haben eben beide beschlossen, so nach 500 Folgen ist es mal an der Zeit, dass wir aufhören mit diesen jeden drei Tage müssen auf jeden Fall GTA Online Folgen kommen, sondern wir machen es, wenn wir Bock haben, nehmen wir weiter GTA Online Folgen auf, wenn wir Bock haben Fortnite zu machen, kommt Fortnite, wenn wir Bock haben irgendein neues Spiel auszuprobieren, kommt das wie Sea of Thieves oder irgendwas anderes, und wir wollen da einfach mal ein bisschen variabler wieder sein und uns dieses enges Korsett irgendwie ablegen, das uns selbst irgendwie dazu zwingt, so jetzt, wir müssen jetzt das Video machen und jetzt muss ich das Video machen und ich muss das und das aufnehmen. Das wollen wir einfach so ein bisschen ablegen, damit auf diesem Kanal wieder mehr einfach nur dann die Videos kommen, wie ich Bock habe.
und so einfach der Spaß wieder im Vordergrund steht. Weil das ist mein Zweitkanal, das ist mein Gaming-Kanal und hier möchte ich einfach, weil ich Bock drauf habe, Gaming machen und nicht, weil ich irgendwie die und die Serie gerade am Laufen habe und die unbedingt immer weitermachen muss. So, ich hoffe, das habt ihr soweit jetzt hier auch verstanden, das war's von der heutigen Folge Fortnite. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Es werden auch in den nächsten ein, zwei Wochen nicht jeden Tag Gaming-Videos kommen, aber ich versuche so schnell es geht wieder in den täglichen Rhythmus reinzukommen. Ja, auf jeden Fall, einige Videos sind wieder in der Pipeline. Die werdet ihr dann also hier sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion, was ihr über das ganze Thema denkt. Schreibt mir gerne ausführlich auch in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, was ihr, wie ihr es findet, was ihr vielleicht auch vorstellt, was ich für Games noch zocken soll, ob ich mehr Livestreams machen soll. Ja, ich möchte da ein bisschen mehr wieder auf mein Gefühl hören, so wie ich so denke, jo, das macht mir Bock und so weiter. Und das wird im Endeffekt hoffentlich zu besseren Videos und zu mehr Spaß für alle hier auf diesem Kanal führen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Machen wir.